Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe das Gefühl, ich habe schon ewig kein Video mehr alleine gedreht. Ihr habt euch das gewünscht. Vorab, bevor der Nike-Haul beginnt, was ihr ja wahrscheinlich schon in der Überschrift gesehen habt, ich wollte euch fragen, was wollt ihr für Videos von mir? Habt ihr noch Vorschläge? Was wollt ihr noch zum Thema Magersucht? Was wollt ihr zum Thema Recovery wissen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich drehe sehr gerne Videos für euch, so wie in alten Zeiten. Und ja, dann fangen wir auch schon mit dem Nike-Haul an. Wie ihr wisst, mache ich jetzt regelmäßig Sport. Ich liebe es, zum Sport zu gehen. Mir macht das wirklich richtig Spaß. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Spaß haben werde, einen Sport zu machen, den regelmäßig mache und den mache, weil ich Spaß daran habe, wenn es mir mal nicht gut geht, ich auch dann nicht hingehe und nicht sage, okay, ich mache ihn trotzdem. Das ist echt krass. Und was ist natürlich das Coolste, wenn man zum Sport geht? Man kann sich immer mal wieder ein paar schöne Sachen kaufen oder schenken lassen. Vielen Dank an meinen Schatz an dieser Stelle. Und genau, ich wollte euch zeigen, was ich alles an neuen Sportklamotten habe. Dann habe ich mir noch ein paar Sneaker gekauft von Nike. Und genau, dann geht es jetzt auch schon mit den Sneakern los, würde ich sagen. Die sind nämlich direkt hinter mir. Und oh Gott, Leute, wie toll sind bitte diese Schuhe. Das sind die Nike Evernote Low. Die habe ich bei Deichmann gekauft und ich feiere die total. Es kommt auch noch ein Outfit-Video online, da könnt ihr euch die nochmal angucken. Und die Sportsachen allgemein alle werdet ihr dann auch in einem Outfit-Video sehen. Die sind halt so ein bisschen klobiger, sag ich jetzt mal, aber die sehen trotzdem noch weiblich aus. So, wisst ihr, was ich meine? Ich finde, das ist so eine schöne Zwischenform. Ja, zwischen diesen, wie heißen die? Air Max? Ne, nicht Air Max. Ihr wisst, welche diese ziemlich protzigen großen Schuhe und ja, ich finde die super toll. Und dann kommen wir auch schon zu den Sportsachen, würde ich sagen. Und zwar kaufen wir die Sachen meistens in einem Nike Outlet. Und hier habe ich zum einen so ein Top, so ein graues. Das ist halt so, ja, weit ausgeschnitten hier. Es ist eigentlich so wie, wie ein Sport-BH geschnitten. Hier hinten verläuft das eben so. Das finde ich halt toll, weil man sieht dann halt hier so meine zwei Tattoos durch. Und dann hat das hier vorne noch so ein V im Ausschnitt. Das ist so geschnitten. Geschnitten, Leute. Das ist so genäht, also so ein V ist da reingenäht. Und dann fällt es unten ziemlich locker. Aber ich habe das Shirt zum Beispiel in der XL. Also die fallen meiner Meinung nach ziemlich klein aus. Ich weiß gar nicht, wie teuer das war, aber das war auf jeden Fall nochmal um die Hälfte reduziert. Und dann geht es auch schon weiter. Und zwar kommen wir zu so einer Jacke. Ich denke, das Video, das Outfit-Video wird dann auf Instagram sein. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch sehr auf Instagram folgen. Da könnt ihr mir auf jeden Fall immer per Privatnachricht schreiben. Da lese ich und antworte. Und ja, das ist so, so eine Sweatjacke halt mit Kapuze. Richtig chillig. Ich mag auch hier die Bänder hier vorne. Und die Jacke geht auch wirklich bis oben komplett zu. Also der Hals ist wirklich zu, wenn ihr die anhabt. Und das Tolle fand ich halt, ja, dass an den Ärmeln so nochmal die Marke steht eben. Und die ist so weit geschnitten. Also wenn man die anhat, die liegt unten nicht eng an. Das ist so loose fit. Also die soll schon ein bisschen weiter sitzen. Und ja, hier ist halt wieder typisch, ne? Also wie gesagt, eigentlich würde ich mir so eine Sachen gar nicht kaufen. Aber in einem Outlet sind die Preise doch erschwinglich. Ich glaube, die Jacke hat in dem Outlet dann auch 15 Euro gekostet. Und da kann man ja wohl nichts sagen. Dann kommen wir weiter zu diesem T-Shirt. Das ist ein Running-T-Shirt, also eigentlich für Läufer. Das ist ganz schlicht schwarz. Das hat aber so einen schönen weichen Stoff. Hier hinten hat man nochmal, ja, das Branding sozusagen und eben vorne. Dann hat das hier eben, dadurch, dass das so für Läufer ist und so, sind hier so eine Löcher, also so atmungsaktiv sozusagen. Und an der Seite hat es hier nochmal so eine kleine Schlitze und so eine Details. Und ja, das habe ich in der S. Das passt perfekt. Das Top passt mir auch perfekt, obwohl das eine XL ist. Also wie gesagt, von Größen kann man sich nichts mehr geben. Und ja, dann komme ich schon zu einer langen Hose. Und Leute, nee, das ist die Dreiviertelhose. Die ist, also die lange Hose kommt noch. Das ist jetzt eine Dreiviertelhose. Das hat halt so einen neoprenartigen Stoff, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall ist das so ein richtig toller Stoff, den mochte ich schon bei meiner Reebok-Leggings so gerne. Aber so eine Hosen sind ja sonst unbezahlbar. Und die hat halt hier hinten an der Wade sozusagen so einen Meshstoff, finde ich richtig schick. Und sonst halt ganz schlicht.
Hat hier am Po hinten aber nochmal so die Nähte, dass so der Po so ein bisschen betont wird. Also oberhalb des Pos, dass das wie so ein Bogen drum geht. Und halt, ja, wieder das Nike in Weiß. Und die habe ich jetzt in der S. Und da habe ich euch sogar noch, verzeiht mir, habe ich euch sogar noch hier den Zettel aufgehoben. Und ich komme nicht klar. Das ist die Fly Victory Tight Fit. Falls ihr es wissen wollt, wenn nicht, schreibt mir gerne. Ich schreibe euch das auch gerne nochmal in die Kommentare, wie das alles hieß. Und die hat jetzt auch, so wie ich das richtig sehe, hat die 15 Euro gekostet. Ja, und für eine Nike-Hose kann man nichts gegen sagen. Jetzt kommt, glaube ich, mein Favorit. Die hatte ich auch noch nicht an. Es ist eine lange Nike-Hose. Die ist einfach nur schwarz. Die ist schlicht, aber ich finde das so toll. Erstmal ist das Nike-Zeichen so schwarz. Und das glänzt so ein bisschen, wenn ihr das sehen könnt. Und hier ist einfach eine Handytasche. So, das ist so genau auf dem Oberschenkel. Könnt ihr so euer Handy reinmachen und dann... Ja, habt ihr euer Handy immer an euch, auch wenn ihr im Fitnessstudio seid, da passt genau ein iPhone, ich habe jetzt ein iPhone 8, also die normale Größe, also keine Ahnung, wie viel sind das, ihr wisst, wie groß das ist, das passt auf jeden Fall rein in die Hose und sonst ist sie halt ganz schlicht schwarz und ich finde das halt toll, dass halt auch dieses Nike-Logo halt ein bisschen dezenter ist, ja, und sonst ist es halt einfach eine schlichte schwarze Hose, die heißt Power Pocket Hyper Tight Fit, also... Eng, denke ich mal. Und ist halt volle Länge. Und die habe ich auch in der S. Hier muss ich allerdings sagen, ich finde das ein bisschen schwierig, da ich so ein breites Becken habe. Habe ich hier immer das Gefühl, wenn ich die anziehe, dass die so ein bisschen so macht. Wisst ihr so, was ich meine? Aber am Bauch sitzt sie dann doch ganz gut. Also, ja. Aber ich meine, das sollte ja Qualität haben. Und die Größe größer hätte halt gar nicht gepasst. Von daher denke ich schon... dass das einfach nur an meinem Becken liegt, aber ich bin sehr zufrieden. Und dann habe ich mir zu guter Letzt noch ein paar neue Sportschuhe gekauft. Leute, ihr müsst wissen, ich habe früher nie coole Sportsachen gehabt. Ich habe immer nur so T-Shirts, die ich im Alltag anhatte, die dann schon alt, also zu alt waren, habe ich dann halt im Sport angezogen. Das Einzige, ich hatte eine Adidas-Hose, so, das war bei uns früher mal in. Ich weiß nicht, ob ihr auch so aus dieser Zeit kommt. Alle hatten diese kurzen Adidas-Hosen. Die kurzen Adidas-Hosen, wo innen drin auch nochmal so ein Einsatz war, so ein weißer. Und dann halt schwarz und dann, also nicht ganz kurz, sondern so bis zur Mitte vom Oberschenkel sozusagen. Die hatten alle. Die hatte ich. Und sonst hatte ich immer nur so irgendwelche T-Shirts an. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich hochwertige Sportsachen habe. Und es ist schon cool, ne? Also ich würde den Normalpreis niemals bezahlen. Ich selber könnte es mir alles alleine auch nicht leisten. Bin ich ganz ehrlich. Aber jetzt zum Beispiel so ein paar Schuhe hier. Das sind jetzt die Flex 2017 von Nike. Die sind super toll. Ich finde das voll schön, wie die, also wie die Federn. Und die haben, glaube ich, jetzt 35 Euro gekostet. Die habe ich schon in einem Blog gezeigt. Es macht halt schon Unterschied. Man fühlt sich halt einfach besser. Man merkt, wenn man schwitzt, dass so ein Marken-T-Shirt auch irgendwie... ja, nicht so an einem kleben bleibt wie so ein normales T-Shirt. Man muss gucken, ob sich das für einen lohnt, ob man sein Geld da rein investieren möchte. Aber ich finde es vollkommen in Ordnung, gerade für die Preise. Und ich bin mega froh, dass ich endlich mal coole Sportsachen habe, die mich gleich noch mehr motivieren, zum Sport zu gehen. Und ja, wer möchte denn nicht schick beim Sport aussehen, ne? Und genau, dann war es das soweit. Zu dem Nike-Haul. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ihr Fragen habt, mein Beintraining ist schon online, Leute. Mein Armtraining kommt noch irgendwann, falls ihr wissen wollt, was ich immer so im Fitnessstudio mache. Und wie gesagt, ein Outfit-Video zu all den Outfits, die ich euch gezeigt habe, wo ich halt immer mal wieder, also ich zeige euch immer, was ich so beim Sport anhatte, wird auch bald kommen. Und sonst schreibt mir gerne eure Anregungen in die Kommentare, eure Fragen. Vielleicht mache ich ja zu deiner Frage ein komplettes Video. Ich würde mich freuen. Ich habe richtig Bock, wieder auch alleine hier ein paar Videos zu machen. Mir hat irgendwie immer nur die Motivation gefehlt. Dann wusste ich nicht wirklich was. Irgendwie hat sich es nie angeboten. Aber es kommt wieder, Leute. Ich verspreche euch das. Und genau. Dann war es das jetzt mit dem Video. Kurz noch das Recovery-Video
Kommt. Es kommt noch ein Video, wo ich nochmal alles Revue passieren lasse, wo ich nochmal über das Jahr rede. Ich suche aber irgendwie noch so den richtigen Ort. Ich wollte halt irgendwie draußen filmen. Wenn nicht, mache ich es dann auch einfach irgendwie hier vor so einer ganz normalen Wand. Aber ihr werdet das sehen, das kommt auf jeden Fall. Genau. So, jetzt bin ich aber fertig. Shiva kratzt schon an der Tür. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Und denkt daran, Leute, ihr seid gut so, wie ihr seid und schön so, wie ihr seid. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.